So, hallihallo, jetzt wieder mal eine Runde. Wir sind inzwischen immer noch an der gleichen Stelle und haben nur noch eine Aufgabe. Wir sollen nämlich Flaschen mit Fusel besorgen, sprich was zu saufen für den Crazy Earl. Und wir sind wieder die gleichen dabei, Guppy und Hardcore Saxony. Möchte euch Hallo. auch nochmal, ja, noch mal begrüßen. Du guckst auch immer nichts in die Kamera, wenn dich zum Begrüßen auffordert. So, also hier ist der Hardcore Saxony und Ja. wir wünschen euch viel Spaß beim Spiel. Marco, Benny versucht jetzt gerade Marco ausfindig zu machen. Nö, nee, hab ich fast schon. Was Der willst sich denn in du hier? irgendeiner Ecke versteckt. Soldatenklassen-Mod-Elektrozeug. Das ist Soldat. Ich gehe mal Und kurz wird noch irgendwie. Ich Child. glaube, Munition muss ich nämlich noch auffüllen, fällt mir gerade so auf. Die nie? Willst du das Die schaffe Child ich. nehmen? Nee, ich will. Also, ich brauch's nicht. Gut, dann nehme ich's und verkauf's. Das hätte ich jetzt auch getan. Hä? Hab alle Munition. Patsch! Wir müssen übrigens hier raus, fällt mir gerade so ein. Das ist nämlich gar nicht hier. Ach so? Ja. Gut. Ich habe in letzter Zeit auch nicht mehr weiter. Ach, Marco, Ich hab übrigens, hier wenn du einen übrigens einen Angriff knallharten gehen. Schocksgag. Es wäre cool, wenn ihr mit Mental hilft. Lockst du den noch an? Ja, eben. Joa. Oh, Level up. Wer hätte es vermutet, dass ihr jetzt ein Level abkriegt? Ach, Marco, wenn du noch einen Hunger Game Server suchst, dann nee, kannst du das rauspiepen. Das läuft nicht. Gut, ich sag's nachher. Ehrlich, wir haben gerade ungefähr eine halbe Stunde im TS gesessen und gequatscht, damit die Leute jetzt verstehen, warum ich jetzt so gestöhnt habe. Und jetzt fängt er an mit irgendwelchen privaten Sachen in der Aufnahme, ey. Ehrlich! Ja, ich muss mich halt auch ein bisschen erfinden. Er hat's doch jetzt den ganzen Tag schon Zeit dafür. Übrigens, wir müssen immer Ich noch in wollte die jetzt andere eigentlich Richtung, fällt schnell. mir gerade so auf. Ja, ich wollte eigentlich Schnellreise Ja, aktivieren und mach. du rennst schon wieder dahin. Ja, dann mach halt, wenn du dran stehst. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wo muss man Direkt hin? nebenan. Ach so. Ich sag doch, spontan ist am besten. Guppi ist ein Menü. Schaden. Letztes Mal. Jetzt. Danke. Also, da können wir noch nicht hinreisen, wo wir hin müssen. Deswegen müssen wir nebenan und mal um die Ecke in den nächsten Bereich. Okay. Nee, aber Ding, ich hab's nicht gefunden. ich sag jetzt den Server nie, aber wenn du Bock hast, die machen Samstag und Mittwochs machen die Hunger Games halt auf dem Server. Auf einem anderen Server dann halt, aber es ist trotzdem die Community an sich. Wenn du da Bock drauf hättest. Guck Ab und mal. zu. Bumm, Kopf ab. Um. Oh, blau, 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 blau. Meins. Guck dich's gar nicht an, nimm's Nö, war einfach. 35 Schaden, das nützt euch, nützt niemandem von uns was. Scheiße. Leck mich da am Arsch. 454 Sich hier Schaden, ich nicht muss einen hinlegen? ausgeben. Mit C kannst du dich hinducken. Komm Ja, her. toll. Hinlegen gibt's nie. Ja. Jetzt. Hier doch, kritisch. Übrigens müssen wir die eigentlich gar nicht kämpfen. Nee, ich, Theoretisch was machst nee. du denn? So. Macht's doch. Ja, dann machen wir weiter. Ja, wir müssen hier hinten raus. Das Auto lohnt sich auch noch. Oh, verdammt, ey. Irgendwie. Ich muss übrigens dazu Meine. sagen, ich finde bei Borderlands 2 den Sniper immer noch viel, viel besser. Einfach nur, weil die Optik besser ist. Ach, dort hinten seid ihr. Na klar, in die große Rassen. Du musst dir ein Wo Auto gab's ein holen. Auto? Beim großen Wo? Reifen. Alter, das hat gerade geleckt. Ich bin gerade richtig schnell Ich gerannt. hab dich geschoben, du Held. Also ich hab dich wirklich gerade nach vorne Arschloch. geschoben. Das siehst du ja Kannst du nicht nicht auch einfach noch. bloß fahren und Schnellreise aktivieren? Stimmt, wäre eigentlich einfacher gewesen. Ach nee, wir müssen nämlich, hier ist es ja schon, glaube ich. Oder? Doch. Nee. Ja. Zumindest mir gibt's, glaube ich, schon mal Gegner. Gegner. Gut, gut, Dachte gut, gut. zumindest. Müsste ich hier eigentlich irgendwann. Ach nee, doch nicht, das ist bloß eine Schnellreise. Mist, hier passt man ja gar nicht durch. Doch, Doch, doch noch irgendwo Gegner. Gegner aufgetaucht. Danke. Ihr macht Da das schon. stand ich dir schon wieder im Weg. Überhaupt nicht. Jetzt
Ist gut, wenn sich jemand von hinten nähert. Er lenkt jemand ein bisschen ab. Cool, nächstes Level. Bist du letztes Jahr sehr oft levelt, warst du nicht mal mit der Erste? Am Anfang? Wo kommen denn die jetzt plötzlich alle her? Hier liegt eine 2000er Kampfgewehr, grünes. 67 Schaden. Machine Gun. Wie viel? 67. Kaufen. Ach, ich regeneriere ja Munition. Ich dachte gerade. Und Leben. Brauchst du gar nicht mehr. Wartet ihr mal kurz, Wieso? Punkt schnell. Wieso? Was willst du jetzt machen? Nee, ihr könnt machen. Wenn du im Menü bist, können wir nie. Danke, jetzt kannst du. Weil ich gerade Skillpunkt geupdatet habe. Teacher's Landing. Ich lese jedes Mal ersten Mal Teacher's Landing. Ja, ich habe gerade nur Teacher's gelesen. Der Lehrer ist gelandet. Ja. Bei Borderlands. Oh, die Richtung. Ich habe heute wieder ein schönes Bild bei Facebook gesehen. Irgendwie, stehst du vom Lehrerzimmer, du klopfst, ich spreche. Oder so ähnlich. Oh. Longbow, na toll. Ne Longbow. Longbow ist so cool. Nee. Doch, die nehme ich. Die ist sogar nicht mehr Schaden als meine. Toll. Explosive Longbow. Ich finde die geil. Und Schilder gibt es ja keiner, die größer sind als meine. Das ist ja verarschend. Du musst halt bloß wissen, wie du mit der Longbow umgehen musst. Also, das ist halt. Darf ich schießen? Ja. Bumm. Zick. Bratz. Schön immer auf den Nischel drauf. Ha, mein XP. Genau, die müssen wir jetzt einsammeln. Bam, Kopf weg. Bam, Kopf weg. Hey, komm, das war mein Schuss. Das waren ganz eindeutig meine Schüsse, wenn du bei mir guckst. Aber was ich auch cool finde bei Borderlands 2, wird nämlich Munition, die du selber nicht brauchst, kannst du aber aufnehmen und die wird dann unter deinen Mitgliedern verteilt, die sie noch brauchen. Und das Geld. Cool. Und Geld wird so eingesammelt. Also beziehungsweise, ich habe also so den Eindruck, dass Munition generell geteilt wird, also dass niemand die Munition wegklauen kann. Stirb. Ja, meine Transfusionsgranaten sind schon toll. Schrotflinte, 12x55. Ich habe natürlich jetzt eine SMS bekommen. Ja klar, jetzt wo es am sinnvollsten ist. Jetzt ist wieder dieses drin. Und jetzt ja, sogar doppelt. Schwach. Hab was nicht gehört. 79. Wie gesagt, ich bin immer der Meinung, wenn Kenner von den anderen die Waffe haben will, dann darf derjenige die verkaufen, der die Waffen kann sozusagen normalerweise kriegt. Hier unten ist noch was. Naja, wir müssen hier weiter. Ups. Ja, hier ist noch eine Waffenkiste mit Repeatern. Dein Spenny. Aber 56, also unterbelichtetes Zeug. Ja, bringt zumindest ein bisschen Kohle, sind fast alle über 1000. Ne, da oben ist Dominik's mehr, wir müssen hier unten weiter. Da unten müssen wir schön im Kreis laufen und alle durcheinander sind. Na toll, ich lande natürlich direkt neben dem Ding, was mich blockiert. Ich will wieder Iridium in der Waschmaschine finden. Falsches Spiel. Das ist Borderlands 2, Iridium. Aber das ist immer lustig, in der Waschmaschine. Als ob das hätte sauber machen müssen. Oh, jetzt komm! Ja, du Mistvieh! Ging zum Glück gar nicht viel in der Gegend rum. Nö. Überhaupt nie. Überhaupt nie. Kann man doch... Hab ich... Ist der bloß gerade ausgelaufen oder kann ich den doch wieder einsammeln? Ich würde behaupten, das ausgelaufen. Also mir wäre es zumindest unbekannt, dass man den in Borderlands wieder einsammeln kann. Wo bin ich denn jetzt hier? Ach du Schande! Ich glaube, da springe ich dir mal lieber nicht hinterher. Ne, ich glaube, das ist auch nie gedacht. Hier so generell, so wie ich hier so rumrutsche. Oh. Ja, ich brauche mir hier hinten ein Stück Hilfe. Ich würde dir ja schon längst zur Hilfe kommen, wenn mich das Spiel lässt. Mist! Immer Durchschuss. Langer Durchschuss. Ich habe meine Mausempfindlichkeit, glaube ich, wieder ein bisschen zu hoch eingestellt.
sie denn hin? Bam. Ja, das wollte ich auch gerade machen. Wird nur alle dasselbe machen. Weil haben sie alle gewartet, bis er da ist. Bam. Ich liebe meine kleinen Repeater. Schön, dass immer der breite Schrank sich in den Weg stellt. Ja, noch mehr. Was denkst Aua, du denn? Von hinten. Plötzlich doch. Ich hab da gerade eben geguckt. Ja, die spawnen ja dort noch. Hinten kommt was Großes. Mindestens was, was ein bisschen Schaden aushält. Das Grüne müsst ihr einsammeln. Ja, ist mir schon klar. Mann. Danke für die Rückendeckung. Bitte, deswegen ist hier auch noch einer. Kubi? Repeater? Ja, ich muss jetzt mal kurz Kubi helfen. Ich hab keine Ahnung warum. Weil eigentlich ist ja gar keiner. Doch, da links. Und ich hatte noch über 100 Leben oder so. Plötzlich 100 Leben ist doch nicht viel. Vielleicht war da noch eine Explosionswaffe oder sowas neben dir. Guck hier, vielleicht sind Medi-Ampulle. Also, kommt der denn her? So ehrlich. Muss mal eben schnell meine Mausempfindlichkeit nach unten stellen. Wird gerade mies. Mann, wie ging denn das? Einfach eine Option? Nee. Option, Maus und Tastatur, Empfindlichkeit? Ich hab doch eine Shortcut-Maustaste an meiner Du musst die hintere auf der linken Seite drücken und bei mir ist ja, dann auf die linke und rechte Maustaste gelegt, hoch und runter. Ja, auf die hintere. Ich hab's gerade schon umgestellt. Hier ist immer noch eine Kiste oben. Genau. Ja, Waffenkiste. Waffenkiste. Sniper. Und ein schlechter Sniper. Echte Waffe. Fängt ja gut an. Und du wieder mit deinem komischen SMG, ey. Ah, das gibt's aber nie. Mit einem Revolver. Wieso hast denn du einen Revolver? Ja, ich hab einen 200 Schaden machenden Revolver. Ja, ich meine, auch 200 frei. Ist ja, aber da oben. Och, ehrlich! Aua! Achtung, großes Vieh! Ja, das ist schon. Ein harter Schläger. Und noch ein kleiner Hauptspielpart. Irgendwie ist das mies mit dem Säurezeug. 2600er? 207er Schild. Ja. Ich hab 400 oder? Nee, wir haben alle über 400. Ey, jetzt stirb! Wo hast du denn 400 daher? Von Felix, glaube ich, oder von. Ja, von Felix hab ich das so bekommen, der hat doch noch Höhlgas gefunden. Nee. Ah. Unser Tank hat halt die ganzen Schilde geklaut. 58er Transfusion. Ja, Leute, gibt Arbeit. Ja, friss. Oh, Mist, ich hab grad so ziemlich alles eingesammelt. Einfach dann mal bei mir melden. Du hast eine Flasche mit Fusel und Gold, Geld eingesammelt, was willst denn du? Steht doch oben. Oh, da stand einer neben mir. Nice. Waffenkiste. Schrotflinte 9x37 bist du bestimmt nicht. Und nee. Eine schlechte Sniper. Explosivregen. Ein 50er Explosivregen. Aua! Mann, scheiß Spiel, ey. Oh.
Lol. Raketenwerfer. Er hat einen Raketenwerfer fallen gelassen. Ja, der ist schlechter. Oh. Da. Aber trotzdem danke. Wir haben das Gefühl, ich lecke gerade hart. Hört ihr mich noch normal? Ich höre dich noch normal, ne? Okay. Du leckst gerade hart. Ja, ich habe das, wenn ich schieße, dauert es fast eine halbe Sekunde oder so, bis ich da was. Ich habe das gerade anders. Nein! Gemacht, aber passt schon. Verkackt. Episch verkackt. Besser? Geht halt vor. Ja, ich kann da gerade nichts machen, weil ich komme hier nicht mehr hoch. Ich muss mal kurz rumlaufen. Nach vorne. Ihr müsst mal kurz alleine kämpfen. Ehrlich, episch. Episch daneben. Da werdet ihr euch dann wieder so denken, was hat der nur für eine Scheiße gebaut in der Aufnahme. Lol, tot. Ich bin auf dem Weg, ich bin schon fast wieder da. Das ist ein Tank und der geht nicht kaputt, wenn ich mit einem Raketenwerfer draufhaue. Du musst eine bestimmte Anzahl von Schüssen auf solche Tanks machen, damit die hochgehen. Das ist scheißegal, wie viel Schaden du machst. Mann, Alter, die lassen übelst viel von den Dingern. Ach nee, der ist schon kaputt, der Benzintank. Du bist ein Held. Hat einige. Bin wieder da. Ich bin nämlich gerade hier rechts runtergefallen. Och nö. Knallharter Psychopath. Ich glaube doch nochmal umskillen, weil irgendwie macht es mir doch mehr Spaß, mit Revolver zu spielen. Wie oft hast du dich denn umgeskillt? Dreimal. Voll lustig. Es kostet nicht mehr so viel, es kostet irgendwie $2000 oder 3000. Das ist doch. Das ist ein Raketenwerfer-Muni. Ich glaube, der bräuchte keine, oder? Also. Ach, schon, wir regenerieren ja Muni. Der kann ja nie viel sein. Haben wir jetzt genug Food? Ja, ja, schon lange. Aber hier ist noch eine Kiste oben. Was? Nee, brauch ich nicht. Eine weiße Schrotflinte und ein grünes SMG mit 35 Schaden. Explosionsschaden. Brauche ich, glaube ich, nicht. Schrotflinte wie viel? Eine weiße irgendwie macht nicht viel Schaden. Moment, wenn ich das genau wissen will. Lass es. Guck kurz halt. Muss ich nochmal nachgucken? 26x9. Nix. Hada. Wieso bin ich so langsam? Irgendwie komme ich mir total langsam vor hier. Ah, Guppi. Aber ich wollte meinen, irgendwo gibt's hier noch eine Kiste, also noch eine große Kiste. Nicht hier in dem Hafen, sondern. Oder was ist doch dort irgendwo? Hab das dann? Ja, ich hab nur eine Granate gefunden. Ole. Aber überlebenswichtig, weil das regeneriert's bei Nummer nicht. Granatenregeneration nicht. Kommt nicht da hoch. Yeah! Parkour! Oh, wo steht wie angewurzelt rum? Na, weil er im Menü ist. Ach, los. Wir haben immer noch nur die eine Mission. Hier drüben sind aber noch Gegner. Gegner? Gegner? Wo? Hier, ja, bei mir. Gegner! Aua! Ich treff nix mehr, aber ehrlich, nix! Das war grad richtig geil. Ich schleich mich von hinten an. Ja, hier doch, ist ein grüner Revolver. Und du hast grad nichts mehr zu schießen. Ja. Grüne Revolver, grüne Revolver, grüne Revolver. Im Schrank. Mit 100 Schaden, süß. Alter! Danke. Wie viel? 100 Schaden. Ich hab 240 mit meinem. Oh. Naja, war grün. Ah, ist bestimmt auch was wert, aber halt 200 Schaden. Ja, 100 Schaden. Yay. Ein weißer Revolver. Aber ich habe echt schon schlecht. Echt an dem Dach kann ich nicht mehr weiter. Ich habe echt eine schlechtere Performance bei Borderlands 1 als bei 2. Ich weiß nicht. Nur weil ich so groß bin. Also wie gesagt, ich habe jetzt ungefähr zwischen 40 und 60 Frames. Bei Borderlands 2 habe ich zwischen 60 und 80 Frames. Finde ich komisch. Aber ne. Tja. Also ich weiß nicht, warum sich Leute darüber aufregen, dass Borderlands 2 so eine schlechte Performance hätte. Ich will eine Flasche mit Fuß. Vielleicht liegt es daran, dass du jetzt noch irgendwas anderes im Hintergrund anhast. Naja, hat ja nichts geändert. Ich habe sogar noch weniger an, weil Steam ja nicht anders und sowas. Also deswegen sehe ich das irgendwie nicht so.
irgendwie schlechte Performance wäre oder so. Echt? Ist hier hinten noch was? Ey, seid woanders? Ich auch konnte mal eine Reise initiieren, weil ich glaube, ich bin an einer Stelle, wo ich nicht rauskomme. Kommt man immer irgendwie raus. Okay, doch, hab's geschafft. Da hinten ist nichts mehr. Da habe ich bloß gerade eine blaue Glasmatte für die Sirene gefunden. Kurven, das Ding bringt 10.000 oder so. 5.000 fast bringt's. Ist ja noch mehr. Seit wann? In welchem Universum sind 5.000 mehr als 10.000? Die ich unsichtbare Wände hasse. Ja, warum 5.000 mehr als 10.000? Ich hab doch gerade gesagt, das Ding ist mindestens 10.000. Bilder über die Wand. Und ich hab gesagt, es ist 5.000 wert. Also du sagst, es ist sogar noch mehr. In welchem Universum ist 5.000 mehr als 10.000? Ach, Ruhe. Bilder trotzdem über die Wand. Ich wollte vorhin über eine Mauer und das ging nie. Verdammt unsichtbare Wand. Das haben sich die Leute im Osten damals bestimmt auch gedacht. Verdammt unsichtbare Mauer? Nee, ich will da über die Mauer. Ach so. Aber da oben ist eine Kiste. Da müssen wir noch hochkommen. Irgendwie kommt man da noch hoch. Da oben ist nämlich noch eine Waffenkiste, eine ungeöffnete. Wie komme ich denn da hin? Da in der Richtung ist die. Jetzt lass mich doch das scheiß Ding schieben, ey. Ganz hinten rum, olé. Ich lauf mal kurz, ne? Nee, bist du jetzt wirklich wegen der blöden Waffenkiste? Ja. Wo ist denn eine Waffenkiste? Ich will die Waffenkiste haben. Marco, wo will denn da hin? Ich habe keine Ahnung. Benni, wo soll denn deine ominöse Waffenkiste sein? Direkt rechts überhalb von euch. Auf der Karte, also auf der Karte gesehen, rechts überhalb von euch. Oberhalb. Überhalb. Ja, gibt's. Oberhalb. Ja, Entschuldigung. Du musst einen übelsten Umweg hinten rumlaufen, ey, so eine Scheiße. Ich sehe bestimmt auch noch gleich noch Gegner. Und sag jetzt nicht, du hast die Kiste schon geöffnet. Yes. Weise oder was? So, also hier, ich bin da, wo es weitergeht, theoretisch, der Kiste. Aber ob ich da jetzt rein will, ist die Frage, wenn ihr nicht dabei seid. Ach, hier die Waffenkiste. Ha, ich hab sie getroffen. Und ich so. Nur weißes Zeug. Nee, da ist was Lilanes. Verdammt, ich will da hin. Geh da. Wir sind schneller bei dem Zeug als du, Benni. So, wenn man von dem Hügel da raufspringt, dann dürfte es halbwegs klappen. Ich kann jetzt einfach. Weil ich kann zumindest schon sehen, was es ist: eine SMG und irgendein Mod. Ein lila Class-Mod oder was? Lila Class-Mod und eine lila SMG. Kommt da nicht hoch. Ja, das ist. Ha! Geil! Ich hab's ausgerüstet, du hältst die Waffenplatte. Besser an Dingens da. Ah, hier sind Gegner ich wieder. Ich bin auch so oben gekommen, Marco, guck mal! Ah, Mist. Wie? Benni? Wer ist denn das? Wo bist du denn? Ich lauf den normalen Weg dahin. Wie hast du denn das gemacht, Felix? Ich bin da einfach irgendwie hochgekommen. Benni, ich komm dir natürlich noch zur Hilfe. Wenn du Hilfe brauchst. Nee, brauchst du nicht. So, und was ist das nun für ein lila Class-Mod? Für welche Klassen? Neue Stärke. Das ist gar kein Class-Mod, man kann das nicht ausrüsten. Felix, es wäre cool, wenn man nachguckt, was du da gerade aufgenommen hast. Das Lila-Ding. Ja, immer mit der Ruhe. Ein Kommando-Class-Mod für Soldat, plus 65% Shotgun-Feuerrate, plus 2 Streuschuss-Skill, plus 3 Verteidigungsskill, plus 2 Schnellladungsskill. Und eine AR-390 Scope, Havoc, Schaden 98, Zielgenauigkeit 79. Was ist denn das für eine Waffe? Was für eine Klasse von Waffe ist denn das? Das ist, glaube ich, eine automatisches Maschinengewehr. Also eine Assault Rifle. Wie viel Schaden? Warte, da ist was runtergefallen. Ich bring's dir runter. Nee, ich bin da oben. Halt nicht. Ich bin irgendwie auf die Truhe hier drauf, ne? Und dann ist der ausgesprungen. Ja. Aber das habe ich bloß immer hingekriegt. Oder? Ich schmeiße mal kurz raus. Beide Sachen am besten. Ja, die. Boss. Jene bringt 9000.
Danny, du wolltest so gucken. Na gut, Shotgun, ich nutze den Shotgun ja nicht so wirklich. Shotgun, das ist ein automatisches Gewehr, aber ich nehme sie gar nicht. Nee, Glasmod, meint er. Die Glasmod. Ach so. Aber die Waffe ist cool. Denke ich. Würde ich nehmen. Ist ja auch eine lila Waffe, da waren zwei lila Sachen drin. Na, plus die Dingens und innerhalb. Weh, die da Sachen drin. Ich will auch was haben. Eine Flasche mit Fusel. Ja, kannst du leider nicht verkaufen. 170.000. 270er Schild. Und wenn würde ich den hier verkaufen, dann würde ich die selber saufen. Was? Den Fusel. Ich brauch kein 200er Schild. Felix, wie stark ist ein Schild im Moment? 326. Will jetzt jemand noch, Morgel, willst du das, die Klasse jetzt nie? Nee, denke ich nicht. Ich bleib bei Team generiert Munition. Fällt mir besser. Machst du schnell Reise oder warum? Ach nee. Nee. Ich war gerade noch am Neuskillen, dass ich wieder meinen Revolver mehr benutzen kann. Raus, 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 raus. Herr Combat Rifle auf 700? Hab ich überhaupt kein Combat Rifle? Drei lilane Waffen, yeah. Bei Borderlands 2 gibt es ein Achievement, nur lila oder goldene Sachen zu tragen. Also in jedem Ausrüstungsslot. Ja. Da musst du schon verdammt viel Glück haben. Dass die auch. Man kann da alles leer machen bis auf eins, oder? Nee, du musst schon jeden gefüllt haben. Du musst jeden gefüllt haben mit lila Sachen. Mit lila oder goldenen Sachen, also exotische oder legendären Sachen. Aber du musst im Prinzip vom ersten Level an die Sachen aufheben und jedem Slot mal mit einem lila Teil zu belegen. Musst du bloß kurz belegt haben und dann kannst du wieder ausziehen. Und vor allen Dingen dann klarkommen, weil. Nee, du musst ja damit nie kämpfen. Die normal sind, die stärker sind. Du musst ja damit nie kämpfen. Du musst es bloß kurz angezogen haben, dann kriegst du das Achievement und ist vorbei. Nee, ist ja gut, dass es in Borderlands 2 gibt es ja dann sowas wie ein Lager, oder? Sag mal, hätten wir die Schnellreise machen können, direkt dorthin, wo wir können? Ey, jetzt dürfen das da jetzt nicht alles zurück, oder? Das ist ja nicht so weit, das ist ja wieder um die Ecke und dann sind wir schon wieder da. Oh, ein knallharter. Mann. Geht doch. Einigen, wer hat unsere Autos weggefahren? Die resetten. Nee, wer hat die weggefahren? Ja, wie resettet die? Das will ich gar nicht wissen. Die werden digital generiert, die können da von alleine alles mögliche. Ja, ich weiß doch. Ein paar kritische Treffer sind aufgestoppt. Geht doch. Einer lenkt ab, der andere schießt auf. Eine Säuregranate. Aua. Oh, danke für die Heilung. Danke. Ey, wie viele kommen hier noch? Meine Güte. Da hat er Blender. So knallhart war der jetzt aber nicht. Na toll. Abgeschlossene Herausforderung runter von meinem Rasen. Was ist denn das Geiles? Ich glaube, mit Schrotflinte Leute töten. Oder Viecher töten. Ja. Runter von meinem Rasen. Ah, ist ein bisschen Parodie auf die Amerikaner. Runter von meinem Rasen! Das wäre ja eher fast die Engländer.
Ah, aber die Schrotflinten sind, glaube ich, da doch eher Amerikaner als Engländer. Stell dir das mal vor, in England so auf dem Rasen, so runter beim Rasen. Ach, da oben rumgelaufen, der kommt Banditen, aber wenn der oben rumläuft.